Willkommen zurück zum Let's Play Beyond Good and Evil. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben im Aufzugraum. Und, ja. Wir haben hier einen tollen Aufzug. Na gut. Ich werde zum Affenonkel. Nichts Persönliches, Jade. Hier werden sogar die Aufzüge misshandelt. Halt durch, alter Junge. Onkel Page wird's richten. Kannst du ihn reparieren? Ich probier's. Aber bitte erwarte kein Wunder. Wenn ich mir das Kabel ansehe, hat er einen Schlag gegeben. Er braucht einen neuen Schrittmacher. Und dein Job ist es, einen Organspender zu finden. Eine Sicherung. Und wo bitte schön soll ich hier eine Sicherung finden? Er braucht eine. Er ist in sehr schlechtem Zustand. Mit dem Kolben. Hab getan, was ich konnte. Ich hab das Ding einfach wieder reingesteckt. Okay, dann hoffe ich mal, dass es funktioniert. Aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Strom für das gute Teil. Labor. Vielleicht kriegen wir ja hier Strom her. Westflügel. Lastenaufzug direkt voraus, Jade. Lastenaufzug. Sehe ich aus wie eine Last? Was haben wir hier? Sieht aus nach einem zusätzlichen Raum. Probieren wir erstmal den Lastenaufzug aus. Okay, der funktioniert anscheinend. Oh Gott. Ah! Foto! Was sind das denn für seltsame Viecher, ey? Ah, verdammt! Jetzt habe ich auf meine Energie nicht geachtet. Das war natürlich jetzt blöd. Lastenaufzug direkt voraus, Jade. Ich würde sagen, jetzt macht es Sinn, mal auf die Starkus umzuschalten. So. Ich bereite am besten gleich das Foto vor. Sie kommen von überall her. Was denn? Warum denn? Oh. Ist bestimmt nur Roboter oder so. Aua, Mann. Hey, du kannst ruhig auch was machen. Die da zeigen in irgendeine Richtung. Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Du, mein Freund, hast nichts gemacht. Nur da gestanden. Ja? Also mal ganz ruhig. Würdest du bitte drücken? Los geht's. Warum kann man das Ding nur von außen betätigen? Das ist ja schon wieder ein Unsinn. Okay, das Ding fährt auch nicht wirklich hoch. Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okay, okay. Ich sitze wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, die erste Chance haben wir, wenn wir das Ding da reinschieben. Ausgezeichnet. So, was haben wir hier? Das Ding geht nicht auf. Okay. Gut, dann müssen wir scheinbar hier weiter. Das sieht nicht gut aus.
das sieht richtig böse aus hier. Geh zu weit. Kann doch gar nicht zu weit sein. Hä? Kein Platz mehr im Album. Ja, weil du die ganze Zeit nur Blödsinn-Fotos machst hier. Kommen wir irgendwie auf das Album drauf? Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Ja, ganz toll. Ich möchte gerne Fotos löschen. Müll auf dieser Etage. So, dafür braucht man also wieder einen Code. Dann fotografieren wir mal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. Okay, es funktioniert noch. Ich brauche mehr Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Was zur Hölle willst du denn von mir? Shawnee, wenn du etwas Verdächtiges siehst, schick uns sofort ein Foto davon. Erst dann wird die Gouverneurin bereit sein, dir mit den Codes zu helfen. Ja, schön. Die ist ja eine echte Hilfe. Blöde Kuh, ey. Dass Double H in der Zwischenzeit vielleicht stirbt, ist ja egal. Aktion? Bringt nichts. Gut, dann, Nix. Ja, das ist ja wunderbar. Wie soll ich jetzt hier weiterkommen? Habe ich rein zufällig einen schweren Fehler gemacht? Ach so, ich muss das Ganze fotografieren. Ah. Das war's, Shawnee. Ich leite das Foto an die Gouverneurin weiter. Sie wird dir den Code für den Verschluss schicken. Ja, das ist schön. Ich hoffe, das tut sie bald. Das sollte funktionieren. Aber Vorsicht. D5R6. So. D5. R6. Korrekter Code. Wunderbar. Was ist das? Muy bien. Ist digitalisiert. Ah, jetzt können wir damit schießen. Ja, jetzt ist L1 nicht nur die Kamera, sondern auch der Zielmodus und jetzt machen wir das Vieh kaputt. Bist du okay? Sie haben mein Gehirn weich gekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Cyrus. Jade. Mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Cyrus. Jade. Mein Name ist Jade. Zu Diensten, Miss Jade Cyrus. Okay. Okay. Ach ja, in der Ausbildung haben wir gelernt, dass man nicht durch 20 cm Stahl brechen sollte. Weil man es nicht kann. Aber du kannst bestimmt dieses Gitter hier aufmachen.
Carsten und Peter! Der hat sich jetzt hoffentlich nichts getan. Oh. Miss Harris, keine Angst. Alles in Ordnung. Ich finde einen Weg. Ja toll, da retten wir ihm das Leben und bringen ihn gleichzeitig um. Gut, hier könnten wir jetzt wieder speichern. Machen wir aber mal nicht. Obwohl, ich glaube, es ist doch besser, wenn wir da hinten speichern. Ich glaube, es ist doch besser. Wir riskieren es einfach mal. Es schadet uns ja nicht. Aufzugraum. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, immer. Da, da, da. Und wie geht's so? Alles schick? Das ist schön. So, wunderbar. Jetzt geht's weiter. Na komm. Aufzugraum. Jetzt kann ich hier ruhigen Gewissens langlaufen. Ah, ich hab's geahnt. Halt durch, Jade! Jade Boots Attacke! No. Jade, hilf mir! Okay. Wir haben wieder einen Boss. Ich würde sagen, hier macht das auf jeden Fall Sinn. Du blöd. Was zur Hölle? Hat er mir gerade zwei Herzen auf einmal abgezogen? Ich glaub's ja wohl nicht. Müssen wir uns das jedes Mal angucken jetzt? Komm, weg, weg, weg. Am besten wir machen den per Fernkampf fertig. Scheiße, nein. Na, Kamera. Hallo. Hör doch auf damit. Ja, schön. Die Kamera hat mir den Angriff gerade voll versaut. Ja, toll. Greif an. Blödes Vieh. Ah, der sieht mich nicht, wenn er das macht. Okay. Das ist von Vorteil. Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, wie ich ihn fertig machen kann. So, jetzt kommt er wieder runter. Oh, Mensch, was machst du denn? Ey, die Kamera geht mir gerade tierisch auf den Keks. Sehr schön. Nein, das ist knapp. Nein. Scheiße. So, wieder dran. Okay, das war jetzt eng.
Jawohl, elendes Vieh. Ich hab dich fast soweit. Korrigiere, ich hab dich soweit. La Perle. Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Sei ruhig. Du machst mir Hunger. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. Jawohl, Jade. Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen. Du hast ihn gefunden. Bemerkenswert. Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen. Er findet den Weg allein. Okay, ist aber natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Ja, aber das Problem besteht weiterhin. Wir haben keine Sicherung für den Aufzug. Jade, wir müssen einen Weg finden, an diese Perle da heranzukommen. Da kommen wir mit dem Hovercraft ran. Mach dich nicht fertig. Aber zuerst möchte ich die Sicherung gerne haben. So, nach oben müssen wir ja nicht mehr. Aber diesen Weg hier gab es noch. Mal schauen. Ui. Ja, das, also wenn das Sicherung sein soll, dann sind sie auf jeden Fall zu groß. Warum ist das hier eigentlich so blau? Ist das hier kalt oder was? Sieht auf jeden Fall so aus. Page, nicht im Weg stehen. Nicht im Weg stehen, habe ich gesagt. Weg da. Page. Geh weg. Ich dachte, du hättest nur ein hübsches Gesicht. Tja, kannst du mal sehen. Die Jade hat's drauf. Das ist der Kühlraum. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. Eklig, warum?